Heute für euch 5 Straßen, auf denen ihr definitiv niemals fahren wollt. Los geht's! Nummer 5. Passage de Gouas, Frankreich. Sie ist 4,3 Kilometer lang und verbindet das französische Festland mit der Insel Noirmoutier. Wahrscheinlich denkt ihr euch, sieht doch nach einer ganz normalen Straße aus. Zwar ein bisschen eng, aber das ist doch nicht weiter schlimm. Ja, der Schein trübt. Denn diese Straße ist nämlich 2-mal am Tag unter Wasser. Immer wieder kommt es vor, dass einige Fahrer nicht auf die Warnhinweise oder die Uhrzeit achten und dann verschwinden ihre Autos einfach so im Meer. Außerdem ist die Straße oft sehr glatt, durch Algen, die durch das Wasser auf die Straße gespült werden. Und die Nummer 4. Die Taroko George Road in Taiwan. Diese Straße gehört zu dem 8 Highway in Taiwan und zählt zu einer der gefährlichsten Straßen der Welt. Sie liegt an den Bergen Taiwans, sodass an der einen Seite der Straße immer ein tiefer Abgrund zu sehen ist. Außerdem sind einige Stellen durch Regen und Erdbeben stark beschädigt und sehr instabil. Manche Stellen sind so unübersichtlich, dass man sogar mit Fußgängergeschwindigkeit aufpassen muss. Dazu kommt, dass die Straße oft sehr eng ist, weswegen man mit anderen Autos kollidieren kann. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 3 und dem Halzamba Highway auf den Philippinen. Diese Straße liegt unglaubliche 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Darum ist der Name Highway hier sehr berechtigt. Diese Straße gilt als am sichersten zwischen März und April. Im restlichen Jahr ist sie geprägt durch Regen, Nebel und Geröllfälle, welche sie in eine Horrorstraße umwandeln. Jedoch ist sie sehr beliebt bei Touristen, weil es dort wunderschöne Landschaften gibt. Und die Nummer 2. Der Eyre Highway in Australien. Diese Straße ist 1675 Kilometer lang, flach und meistens trocken. Was könnte also an dieser Straße so gefährlich sein? Das Gefährliche an ihr ist, dass sie so lang ist. Denn durch die endlosen Geraden müssen Auto- und Motorradfahrer sich wirklich dazu zwingen, nicht einzuschlafen. Dies führt dann zu den häufigen Frontalkollisionen. Außerdem verleitet die Straße auch zum viel zu schnell fahren, wodurch die Fahrer dann häufig die Kontrolle verlieren. Durch die ganzen Tode hat sie den Namen Schlachterweg bekommen. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Der Karakoram Highway in China und Pakistan. Diese Straße liegt an den Bergen der Grenze von China und Pakistan. An sich ist sie durch die großen Höhen schon gefährlich genug. Allerdings kommen noch Nebel, plötzliche Blizzards und Überschwemmungen dazu. Außerdem liegen an der Straße einige Terroristencamps, welche immer mal wieder Autos mit Bomben in die Luft jagen. Sie ist außerdem so hoch, dass einige Autofahrer wirklich ihr Bewusstsein verlieren und das nur durch die dünne Luft. Hört sich auf jeden Fall nach einem Abenteuer an. Jetzt könnt ihr euch noch krasse Fakten über Autos anschauen. Dazu einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao!